Und in den Geldbucht 03 Meter bist aus dem Fahrzeug. Nächste Satz beim Empfang mit dem CubeCon LP. Und ja, ich lebe noch. Und nein, wir sind heute ausnahmsweise mal nicht auf Funville. Das hat aber mehr symbolischen Charakter, denn das Ganze soll heute auch eher so ein Infovideo sein. In dem ich einfach euch mal so ein bisschen sagen möchte, hey, ich lebe noch. Und ja, ich lebe noch. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, ja, du lebst noch, warum gab es keine Videos? Das ist grundsätzlich so, dass natürlich, wenn mir nicht jeden Tag ein Video kommt, das ist klar, aber es kann wirklich längere Zeit kein Video und ich wollte schon viel zu lange eigentlich eins machen, aber das, die Sache ist die, dass sich jetzt was in meinem Leben einfach getan hat und dann hatte ich einfach überhaupt keine Zeit mehr, was zu machen. Und deswegen heute ein ganz kurzes Infovideo, wirklich nur ganz kurz, denn ich habe eigentlich jetzt auch nicht so wirklich viel Zeit, aber ich wollte einfach mal so sagen, ich studiere jetzt Medieninformatik an einer Hochschule, nicht an einer Universität, an einer Hochschule, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, das ist ehemals Fachhochschule. Da studiere ich das jetzt und ja, deswegen, da habe ich jetzt am 16. März angefangen und deswegen kamen jetzt so lange keine Videos, weil man sich da natürlich erstmal reinfinden muss. Allerdings werden jetzt, hoffe ich, dass ich das langsam auf die Reihe bekomme und dass wir dann so langsam auch wieder ein bisschen regelmäßiger Videos kommen werden. Und wir befinden uns hier gerade auf donkeygames.net. Und warum befinden wir uns jetzt hier gerade hier? Weil es ein neuer Server ist und das Studium einfach ja, ein riesen Einschnitt ist ins Leben. Also größer, als ich es gedacht hätte. Deswegen habe ich gedacht, okay, symbolträchtig bin ich jetzt auch hier auf was Neuem. Aber ich möchte hier einfach nochmal betonen, ich bin hier, ihr seht es, ich bin grau. Ich bin ganz normaler User hier auf Donkey Games. Ich habe mit Donkey Games überhaupt nichts am Hut. Und ich werde da auch nichts am Hut haben und ich habe auch nichts zu Donkey Games gemacht und also ein Spaß immer noch bei Funville und ich werde auch bei Funville bleiben. So sieht im Moment der Plan aus, ja. Das vielleicht nur so im Gerüchten vorzubeugen. Aber ich habe mir gedacht, hey, du hast einen neuen Lebensabschnitt, von dem erzählst du jetzt und dann kommt es ein bisschen blöd, wenn du wieder ganze Zeit nur wie immer auf Funville rumläufst. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machst du das halt mal. So. Jetzt sind wir hier, eigentlich wollte ich da nicht hin. Wir haben hier übrigens einen Eventplatz und dann Games. Ich will euch vielleicht ganz kurz nutzen, noch den Server euch ein bisschen zu zeigen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich studiere, es ist eine Riesenumstellung und es ist, macht Spaß. Es ist echt cool, was ich studiere und es macht mir echt Spaß. Es ist natürlich kein Zuckerschlecken, also wird einem nichts in den Arsch gesteckt, es wird einem nichts geschenkt, das ist klar. Und man muss sich erst selber organisieren, aber es macht Spaß und, die Leute, die sind alle so cool drauf, ohne Spaß. Das ist richtig krass und ich muss sagen, ich komme noch aus einer eher heilen Weltschule, also bei uns gab es keine Schlägerei, nichts, aber die Leute, die sind auch im Vergleich zu da richtig cool drauf, ja, und man merkt halt, es sind einfach erwachsene Leute zum großen Teil und die sind echt cool drauf und ja, falls ihr einfach mal mehr oder falls ich mal ein Video machen soll, in dem ich einfach so über mein Studium erzähle, wie es so war, weil das würde jetzt hier den Rahmen einfach sprengen. Könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann würde ich das gerne mal machen. Dann bin ich auch wieder auf Funville. Oh, Explode, das sind drei Leute. Aber ansonsten würde ich sagen, reicht die Information erstmal, dass ich jetzt halt gerade anfange zu studieren, dass es mega Umstellung ist und deswegen jetzt halt erstmal keine Videos kommen, weil ich mich da erstmal wieder reinfinden muss und meinen Tag oder meine Woche neu planen muss, meine Zeit einfach neu einteilen muss. Aber ansonsten lebe ich noch, alles ist gut und alles läuft in der Hinsicht auch noch in gleichen Bahnen, dass ich weiter bei Funville bin und nicht bei Donkey Games. Und trotzdem habe ich gedacht, okay, verbinde ich eins mit dem anderen, mache jetzt hier so ein kleines Vorstellungsvideo. 4 Minuten, das passt soweit. Also, wie gesagt, Studium richtig cool, aber neuer Lebensabschnitt, komplett anders als Schule. Also es ist was komplett Neues und mich hat es auch erstmal richtig weggefickt die erste Woche. Auch Kreislauf und so weiter, weil das für meinen Körper was total Neues war, total neue Welt, richtig krass. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, mich ein bisschen akklimatisiert und geht eigentlich jetzt voll klar und macht auch voll Spaß und fühlt sich jetzt so ein bisschen, ja, heimisch vielleicht nicht, aber so ein bisschen, ja, das ist da, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir sind jetzt hier auf donkeygames.net, vielleicht ganz kurz, man kommt da nicht einfach so drauf, man braucht eine Wildcard, im Moment werden keine mehr vergeben. Also nur noch selten, beziehungsweise nur von den großen YouTubern. Am Anfang wurden die ein bisschen hinterhergeschmissen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Es sind noch ein Beta-Server, ist zusammen von Zander, Kunga und Mangro. Wobei man jetzt sagen muss, okay, Zander,
Hey, der ist doch bei Fumble. Nein. Der war, ist schon sehr lange nicht mehr, also seit er eigentlich das Owner-Ding abgegeben hat, ist er eigentlich nicht mehr bei Fumble, sondern ist halt nur noch aktenmäßig, also als Aktenleiche bei Fumble. Er hat schon lange nichts mehr mit Fumble zu tun, aber ist Fumble immer noch treu in dem Sinn, dass er halt immer drauf spielt und ja, so, aber hat schon lange nichts mehr intern einfach damit zu tun gehabt, deswegen also völlig legitim, dass er jetzt hier seinen eigenen Server macht und das Ganze halt in Oliver abgegeben hat. Und er hat es ja auch schon angesprochen in seinem Video. Also das habe ich jetzt auch nur aus seinem Video, dass er halt das Early Boy halt sein Ding macht und er damit halt andere Ansichten hat und deswegen jetzt sein Ding macht. So. Und sein eigenes Ding macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind ein paar Sachen cool. Es ist halt immer noch Beta. Aber es ist ganz cool Abwechslung. Wobei ich sagen muss, ich habe hier noch gar nicht alles gespielt. Aber es macht schon viel Spaß hier und ist natürlich im Moment ja ein bisschen wenig Leute. Dementsprechend kann man ja auch nicht so wirklich viel spielen. Das heißt, man kann ja eigentlich nur spielen, wenn irgendwie Gamers Time oder so hier auf Ding streamt, dann ist es gut voll, dann kann man hier auch spielen. Aber ansonsten könnt ihr euch da gerne auch mal im Forum oder so umschauen, auch wenn ihr jetzt noch keine Wildcard habt und immer mal ein bisschen die YouTuber verfolgen. Die hauen eigentlich immer mal ein paar Wildcards raus. Und schaut auf jeden Fall mal vorbei und verfolgt das Ganze, denn ich glaube, hier steckt ziemlich viel Potenzial drin. Und es ist schon ziemlich cool. Ihr seht vielleicht ganz kurz, wir haben hier Running Donkey, wie gesagt, ich weiß nicht, das gibt's doch gar nicht, das ist noch in Wartungsarbeiten. Wir haben hier auch einen Eventplatz, wie auf Funwell. Wir haben hier Ghost Hunter, das ist, ja, man kann ganz kurz vielleicht rein, also wenn ihr reingeht, kriegt ihr ein Buch, dann steht alles erklärt. Wir haben natürlich ganz normale Survival Games, allerdings mit mehr Items, wie auf Funwell zum Beispiel, jetzt als Vergleich. Deswegen macht das doch auch ein bisschen mehr Spaß, wenn wir den Spawn. Wir haben Bed Wars, wobei man sagen muss, dass das Quick Bed Wars ist. Also da ist so ein Timer noch und mit Zeit und so, das ist also nicht ganz normales Bed Wars, ist richtig cool, macht richtig Spaß, aber als Abwechslung zu Gomme. Allerdings macht das Bed Wars auf Gomme dann auch mal wieder Spaß, also ist eigentlich ganz cooler Mix so. Dann haben wir noch Explode, das ist meiner Meinung nach so ähnlich wie Pentagame, nur ein bisschen modifiziert. Und ja, das war's eigentlich auch schon, das war's dann auch hier mit dem Video. Wie gesagt, das dauert, kann ein bisschen dauern, bis jetzt Videos kommen. Ich werde versuchen wir nächste Woche, also um Ostern rum, vielleicht wieder ein Osterspecial zu machen. Mal schauen. Und ich hoffe, mir fliegt jetzt gleich nicht das Dach vom Kopf weg, denn es stürmt ganz schön bei uns. Und mal sehen, wann der erste Baum fliegt. Und da würde ich sagen, ich hoffe, ihr passt auf euch gut auf und es stürmt bei euch nicht ganz so. Und da würde ich sagen, bis dahin, gehabt euch wohl, euer CubeCon LP. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr vielleicht mal so ein Video haben wollt, so wie so ein Hörbuchvideo, wo ich einfach so ein bisschen über Studium erzählt, über mein Leben als Student. Vielleicht interessiert euch das ja, vielleicht habt ihr auch mal Bock, dass ihr sagt, hey, du hast doch so viel Hohlstunden, schnappt ihr mal so eine Hohlstunde. Also ich habe so viele Hohlstunden, so, du hast doch so viel Zeit da, wenn du mal irgendwie eine Hohlstunde hast, wenn du Zeit hast, schnapp dir mal dein Handy und film einfach mal so ein bisschen die Gegend. Und so ein bisschen, keine Ahnung. Und mit diesem Fall würde ich sagen, bis dahin, gehabt euch wohl, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ciao.